Laboradio ist ein Kooperationsprojekt zwischen dem Senegal und Deutschland. Und daran nehmen 6 Schulen aus dem Senegal aus allen Teilen des Landes teil und 2 Schulen aus Deutschland. Und Laboradio ist der Projektname. Wir werden eine Radiostation gründen, wo dann alle Schulen Beiträge erstellen, zum Beispiel über Klimawandel, über das Schulsystem, über Freizeitaktivitäten, Migration. Und diese Beiträge werden dann ausgetauscht und es wird eine Sendung gemeinsam erstellt. Ich freue mich sehr, an dem Workshop teilzunehmen. Das ist eine Gelegenheit, viele das über das Radio zu lernen. Interview, Musik bedanken, Jingle Production und Schneiden und Mischpult. Ich habe nette Leute aus einer anderen Kultur getroffen und wir haben viel voneinander gelernt. Ich bin total begeistert von unseren Schülern, weil sie alle eine Expertenrolle übernehmen. Zum Beispiel die Schüler vom Tillmann-Riemenschneider-Gymnasium, die sind sehr, sehr kompetent, was jetzt die interkulturelle Verständigung angeht, den Austausch, sich im Senegal zurechtfinden in einer fremden Kultur, weil sie eine langjährige Partnerschaft haben im Lycée Valdio Diondjai in Kaolack und deswegen auch schon sehr viel Erfahrung mit Projekten im Senegal haben. Unsere senegalesischen Schüler übernehmen natürlich eine ganz wichtige Expertenrolle. Sie sind die Profis hier für das Land. Und sie zeigen den deutschen Schülern dann, wie das Land funktioniert, was sie interessiert, was vielleicht auch wichtig ist, alles, was sie nicht kennen. Und das ist natürlich eine schöne Sache, weil es ein authentischer Austausch ist. Mein Name ist Ablaye Gueye. Ich komme vom Lycée Palmarin Fakaou im Senegal. Das ist das Land der Teranga. Das heißt Gastfreundschaft. Ich bin stolz, einen Teil meiner Heimat weitergeben zu dürfen. Also sofort habe ich bemerkt, natürlich die sprachlichen Unterschiede. Die sprachlichen Unterschiede konnte man sehr leicht ausgleichen durch ein wenig gestikulieren und mit der Mithilfe der anderen Senegalesen, die auch ein wenig Deutsch konnten. Wir machen jetzt schon seit gut 3 Jahren Radio bei uns an der Schule, angefangen als Radioprojekt an den Projekttagen. Daraus ist dann die Radio AG entstanden und ja, das hat sich dann so im Laufe der Zeit entwickelt, dass wir, denke ich, so einen Stand erreicht haben, dass wir es anderen beibringen können, wie jetzt hier zum Beispiel in dem Radioprojekt hier. Mich hat am meisten beeindruckt, mit welcher Natürlichkeit und Lebendigkeit die Moderatorin gesprochen hat. Und mir ist auch aufgefallen, dass es viele Gemeinsamkeiten zwischen deutschen Radios und senegalesischen Radios gibt. Zum Beispiel gleiche Mischpulte oder Mikrofone. Und ich fand es sehr interessant, dass sie die Nachrichten zweisprachig gesprochen haben. Einmal auf Französisch und einmal in der Verkehrssprache Wolof. Das hat natürlich den Effekt, dass die ganze Bevölkerung erreicht wird. Der Höhepunkt des Projekts, auf den wir jetzt auch eine Woche lang hingearbeitet haben, ist eine große Radiosendung am 30.11. im Lycée Galin du Diouf. Sie wird bikulturell, mehrsprachig sein, Französisch, Wolof, Deutsch, alles durcheinander. Und das wird sicherlich ein großes Ereignis werden. Das sind Schüler, die ganz aus unterschiedlichen Regionen kommen, die auch aus unterschiedlichen Milieus kommen. Und die lernen etwas ganz interkulturell und sie mischen sich. Also sie tauschen aus, sie haben bestimmt verschiedene Ideen, das stimmt, aber sie tauschen aus und sie sind zusammen. Man merkt, sie sind zusammen und sie wollen immer zusammen bleiben. Ich freue mich daher auch schon, dass das Projekt im April eine Fortsetzung findet in Abidjan, wenn Schüler aus dem Senegal, aus Deutschland, zusammen mit Schülern aus der Elfenbeinküste und aus Burkina Faso den Radio-Workshop dort fortsetzen werden. Man spürt so richtig, dass die Schüler sehr motiviert bei der Sache sind. Auch die Lehrer sind sehr engagiert und das ist einfach schön zu sehen. Man spürt, dass im Senegal Deutsch eine lebendige Sprache ist. Und ich bin mir auch sicher, dass die Schüler und Schülerinnen nach dem Projekt weiterhin Radiosendungen produzieren werden, dass sie die austauschen und frei nach dem Motto: Jung, lebendig, interkulturell, Laboradio, die Zukunft ist jetzt!